Mein erster Kontakt mit diesem Stativ war auf der Photokina 2016. Jetzt habe ich endlich mal mein Testmuster hier. Die Rede ist vom Liebeck HFMP oder Hands-Free Monopod, wofür der Name steht. Ein Einbeinstativ, das man auch komplett ohne Hände so stehen lassen kann, was auch nicht irgendwie runterfällt oder sich nach vorne neigt. Wie das Ganze funktioniert und ob es trotzdem flexibel ist, das erfahrt ihr jetzt. Schauen wir doch mal an, was beim Hands-Free im Monopod erstmal so besonders ist. Jetzt hier mit einer 80D und 24 bis 70 mm L-Objektiv von Canon und ihr seht, kann doch einfach mal ein Stück davon weggehen. Das heißt, das Ganze steht wirklich komplett, wenn ich meine Hände davon weg habe. Ihr müsst auch keine Angst haben, denn das Ganze ist wirklich sehr stabil. Was ich auch sehr gut finde und eigentlich, glaube ich, auch einmalig ist bei Liebeck das System, dass ihr dann trotzdem flexibel arbeiten könnt. Ihr müsst nämlich einfach nur mit dem Fuß drauf gehen und dann könnt ihr das Ganze wirklich frei bewegen und dann noch einmal mit dem Fuß drauf. Es rastet wieder ein und es bewegt sich dann auch nicht mehr. Und das ist eine Sache, die ihr sonst bei anderen Systemen einfach nicht drin habt, was einfach praktisch ist, denn ihr müsst nicht erst euch irgendwie nach unten beugen, um da irgendwas zu lösen, sondern ihr könnt es einfach direkt mit den Füßen machen, fertig ist. Und das ist wirklich eine Sache, die die Arbeit sehr erleichtert. Aber auch oben hat man irgendwie immer alles direkt griffbereit. Wer auch mal ein Foto kennt, ihr habt hier prinzipiell das gleiche System. Also die Schnellwechselplatte, die ihr habt, wer jetzt eine Manfrotto-Platte hat von diesen größeren Videoheads, kann die eigentlich auch hier einsetzen. Das funktioniert auch. Also wer schon Zubehör hat in dem Bereich, finde ich das auch ganz praktisch. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu Manfrotto-Köpfen fand ich hier die Arbeit intuitiver. Zumindest so, wie die Bedienelemente angeordnet sind, geht es für mich einfach schneller in der Praxis. Ich löse hier zum Beispiel einfach nur ganz kurz die Platte oben, drücke drauf, nehme sie raus, klinge sie wieder rein und ich kann einfach alle Hände da lassen, wo sie eh sind. Ihr habt hier natürlich auch noch einen Griff an der Seite dran, um dann zum Beispiel Schwenks zu machen. Wie ihr seht, könnt ihr den aber einfach auch an die andere Seite dran montieren. Also ob ihr jetzt Rechts- oder Linkshänder seid oder irgendein Setup habt, wo ihr es an der anderen Seite haben wollt. Das Ganze funktioniert also tadellos. Ich habe es jetzt hier gerade auf einer, ich sag mal, normalen Arbeitshöhe auf Augenhöhe einfach ausgerichtet. Ihr könnt das Ganze aber auch noch deutlich höher machen. Ziehen wir es jetzt einfach mal auf die maximale Höhe aus. Da seht ihr schon, da ziehe ich jetzt einfach am Limit dran. Der Sinn dahinter ist jetzt natürlich eigentlich normalerweise nicht die Arbeitshöhe, die ihr normalerweise habt. Aber angenommen, ihr seid jetzt zum Beispiel Pressefotografen oder Filmer, seid auf irgendeiner Veranstaltung und habt jetzt sehr viele Leute vor euch und wollt trotzdem ein gutes Bild haben von der Szene, einfach einmal nach oben ausfahren und könnt dann über die Köpfe hinweg filmen. Wir haben jetzt ja auch nicht nur das Stativ hier gerade im Test, sondern auch den passenden Videokopf dazu, einen Fluidkopf. Man muss dazu sagen, wenn ihr jetzt erstmal einfach nur so drehen würdet, habt ihr nicht die Drehung vom Fluidkopf, sondern einfach das Stativ ist unten hier auf eine Art Kugellage gelagert, damit ihr eben diese Steuerung habt und es auch bewegen könnt. Und in dem Fall könnt ihr es ja wirklich sehr schnell hin und her drehen. Dementsprechend rastet es aber auch nicht in dem Sinne ein, dass es jetzt wirklich der Fluidkopf hier oben schon arbeiten würde, sondern man kann es immer um diese Drehachse hin drehen. Wenn ihr also den Fluidkopf an und für sich nutzen wollt, müsst ihr wirklich die Achse stabilisieren mit einer Hand und könnt dann den Fluidneiger nutzen. Es ist kein Friktionskopf, das heißt, es gibt eigentlich nur die Einstellung fest oder locker. Ich muss aber sagen, für übliche Kamerasetups, also die so Kilo bis knapp 3 Kilo wiegen, ist das von der Friktion her vollkommen okay. Also den Widerstand, den ihr habt, der reicht durchaus für weiche Fahrten. Ihr habt ihn natürlich auch in der Höhenneigung. Hier könnt ihr bedingt eigentlich auch eine Friktion einstellen, obwohl ich sagen muss, selbst wie jetzt komplett gelockert, kann man immer noch sehr, sehr weiche Schwenks damit hinbekommen. Es gibt das Stativ auch einzeln oder im Kit. Könnt ihr euch entscheiden, was ihr nutzen wollt. Ich muss sagen, das Kit für den Videokopf, der hier oben drauf ist, ist eigentlich super gut vom Preis her. Also der Aufpreis ist nicht allzu hoch. Wenn ihr also noch keinen entsprechenden Fluidkopf habt, durchaus eine sehr spannende Einsteigerlösung, durchaus schon eine gehobene Einsteigerlösung, die Liebeck hier anbietet. Finde ich insgesamt auch von der Verarbeitungsqualität her wirklich sehr gut gemacht. Wo wir schon bei Preisen sind, was kostet der ganze Spaß denn nun? Das nur das Stativ in Anführungszeichen, also ohne Videokopf obendrauf, um die 200 Euro, 190 derzeit, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Mit Fluidkopf obendrauf, knapp über 300, 330 Euro, das ist so in etwa der Preisbereich. Werden jetzt natürlich einige schlucken, kann ich verstehen, ist viel Geld. Auf der anderen Seite wirklich ein sehr stabiles Stativ und für ein Einbeinstativ, was ich einfach mal so stehen lassen kann ohne Probleme, das ist schon ziemlich besonders. Auch einen sehr großen Standfuß, tolle Verarbeitung.
Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Und wie gesagt, gerade 330 Euro inklusive Fluidkopf ist eigentlich schon ein sehr gutes Angebot, das Liebeck da geschnürt hat. Ist natürlich nicht so eine bekannte Marke wie Manfrotto oder alles andere. Aber ich muss dazu sagen, mich persönlich stört das gar nicht. Dementsprechend, wenn ihr kein Problem habt, mal eine andere Marke auszuprobieren, schaut es euch definitiv an. Und es hat ja mindestens ein Alleinstellungsmerkmal mit dem flexiblen Fuß, den man einfach auch mit den Schuhen bedienen kann, was einfach in der Praxis ein unglaublicher Vorteil ist. Das sieht erstmal nach so einer Kleinigkeit aus, aber dass ich einfach nur schnell mit dem Schuh drauf trete, es ist flexibel, ich drücke wieder drauf und es rastet ein, das ist echt schön gemacht. Kritikpunkte, klar gibt es auch, gerade dass es eben sich so frei drehen kann und man wirklich immer eine Hand nehmen muss, um zu stabilisieren, um dann wirklich den Fluidkopf auch nutzen zu können. Das hätte ich mir noch ein bisschen schöner vorstellen können. Auf der anderen Seite, man gewöhnt sich einmal dran und letztendlich hätte man wahrscheinlich die Hand eh einfach, um das Stativ noch ein bisschen zu stabilisieren. Von daher ist es nicht das große Problem. Es wäre halt schöner, wenn es anders ginge, aber wenn wir ehrlich sind, es ist eben nur ein Einbeinstativ und das ist ja eher darauf ausgelegt, dass man eben in Umgebungen, die jetzt vielleicht ein bisschen enger sind, gut arbeiten kann und man hat eben nicht so viel Platz und hat eben nur einen ganz kleinen bisschen Boden, irgendwie, auf dem man arbeiten kann und dafür ist es wirklich gut. Wir haben es zum Beispiel auf der IFA eingesetzt und da war es wirklich toll. Den Nachteil, den ich sehe, zum Beispiel eben gegenüber dem Einbeinstativ von Wenger, das wir schon getestet haben, oder auch von Manfrotto, es ist doch deutlich größer und deutlich schwerer als diese beiden Systeme. Hat eben den Vorteil, dass es von alleine stabiler steht, aber wenn ihr es jetzt mal eben an den Rucksack ranschnallen wollt, da sind die anderen beiden Systeme dann doch deutlich besser geeignet.